Hallo, mein Name ist Philipp Meichensch, ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golfclub in Thal bei Graz und heute möchte ich dir eine Übung zeigen, wie du deinen Golfschwung genauer und konstanter bekommst. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst und solltest du schon ein Abonnent sein, dann klick bitte auf die Glocke, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Also, wie bereits erwähnt, heute geht es um mehr Konstanz im Golfschwung und heute zeige ich dir eine Übung, wie du wesentlich konstanter wirst, solltest du immer wieder damit trainieren. Und zwar, was ich da heute aufgebaut habe, ist eines, ich habe eine Variante an Tour-Sticks aufgelegt, an Alignment-Sticks. Alternativ können auch einfach Schläger verwendet werden. Und zwar zeigen mir die Schläger Folgendes an. Der hintere Schläger oder der Schläger, der parallel zur Ballziellinie legt, aus meiner Sicht, der soll eben, naja, wie schon erwähnt, genau Richtung Ziel ausgerichtet sein. Punkt Nummer 1. Im 90-Grad-Winkel dazu, auf Höhe des Balles, liegt ein zweiter Alignment-Stick, der eben mir so ein wenig dann schlussendlich, worauf ich gleich genauer eingehen möchte, bei der Ballposition hilft. Der erste Alignment-Stick oder Tour-Stick hilft mir einfach dabei, dass ich meine Körperlinien, angefangen von den Füßen, über Knie, Oberschenkel, Hüfte, Schultern bis hin zu den Unterarmen, dass ich meine Körperlinien gut zum Ziel hin ausrichte. Das heißt, ich versuche wirklich, hier parallel zu dem Alignment-Stick zu stehen. Ich schaue, dass meine Füße zum Stick den gleichen Abstand haben. Ich schaue, dass meine Knie parallel zu dem Stabball da vorne sind, meine Oberschenkel, meine Hüfte, meine Schultern und in weiterer Folge dann sogar die Unterarme. Ich versuche mich so gut wie es geht, so neutral wie möglich auszurichten. Und der zweite Tourstick, das zweite Stabball da unten, hilft mir bei der Ballposition. Denn immer wieder bemerke ich bei meinen Schülerinnen und Schülern, dass das Auge einen Strich durch die Rechnung macht, unter Anführungszeichen. Es kommt einem oft vor, dass der Ball, obwohl er deutlich links der Mitte liegt, mittig liegt. Genauso kann es sein, dass mir ein Ball, der sehr weit rechts liegt, sehr, sehr mittig vorkommt. Und ich möchte einfach hier die Kontrolle haben, dass der Ball auch wirklich genau in der Mitte zwischen den Füßen liegt, bei meinem Eisen oder bei meinen Eisen sogar, die ich vom Fairway spiele. Und der zweite Punkt, den ich hier kontrollieren kann, ist der, ob meine Leading Edge wirklich genau Richtung Ziel ausgerichtet ist. Das heißt, im 90-Grad-Winkel zur Ballziellinie. Und jedes Mal, wenn ich Bälle schlage auf der Range, sollte ich mir genau diese Übung aufbauen. Ich schaue, dass meine Füße wirklich parallel zu der imaginären Verlängerung der Ballziellinie sind. Ich schaue, dass mein Ball in der Mitte zwischen den Füßen liegt. Und ich schaue, dass meine Schlagfläche gut und richtig zum Ziel hin ausgerichtet steht. Denn dann kann bei den Schlägen nicht mehr viel passieren. Und jedes Mal, wenn ich auf der Driving Range bin, baue ich mir diese Station auf, einfach damit sich mein Auge daran gewöhnen kann. Denn wenn ich jahrelang oder monatelang so Bälle schlagen würde, würde es sich irgendwann nicht schlecht mehr anfühlen für mich und ich könnte genauso über eine Reaktion, über eine veränderte Schwungbahn oder eine veränderte Schlagfläche immer noch zum Ziel hinschießen oder schlagen. Wäre mir aber natürlich dann selbst irgendwo im Weg. Denn mein Körper steht da genau dort, wo ich eigentlich hinschwingen sollte. Und man fängt dann an, seinen Schwung auf die schlechte Ausrichtung, auf das schlechte Setup anzupassen und man kompensiert eigentlich einen Fehler mit einem anderen. Was natürlich nicht das Ziel sein kann. Das heißt, immer wieder gut ausrichten, geh raus auf die Driving Range, schnapp dir zwei Schläger, zwei Alignment Sticks, wie auch immer du es machen möchtest. Positioniere sie so, wie ich sie hier positioniert habe. Schau, dass deine Schlagfläche gut steht. Schau, dass deine Füße, deine Körperlinien generell gut zum Ziel hin ausgerichtet sind. Und trainiere quasi damit deine Augen. Denn nur damit wirst du es schaffen, dass sich das, wie es richtig wäre,
auch richtig anfühlt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen. Schreib unten in die Kommentare vielleicht ganz kurz rein, wie es dir ergangen ist mit dem neuen Setup, ob vielleicht deine Augen dir was anderes sagen und es dir vielleicht etwas komisch vorkommt. Abschließend möchte ich mich wie immer bei dir bedanken fürs Zuschauen und hoffe, dass du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Abo dalässt und auf die Glocke klickst, um kein aktuelles Video mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, ein schönes Spiel. Ciao.